Ein schnurriges Willkommen bei Hunty spielt Eternal Darkness. Ich hätte bei der Morrowind gesagt, weil ich eben gerade noch im Stream von Morrowind mit meinem Morrowind Let's Play geredet habe. Aber nein, wir spielen Eternal Darkness und auch auf Deutsch und nicht auf Englisch. So, wir sind Anthony, der von dem Fluch sehr hart getroffen wurde. Und wir wollen immer noch Karl den Großen retten, warnen, dass jemand nach dem Leben trachtet oder Schlimmeres. So, wir haben hier zwei gefüllte Urnen, die wir jetzt gleich auf eine Plattform stellen, um eine Geheimtür zu öffnen. So, ja, das ist die, nicht die Renn-, aber die volle Laufgeschwindigkeit. Er ist, jetzt sind wir am Rennen, er ist ziemlich geschwächt durch diese Geschichte. So. Einmal hier durch die Tür durch. Und dann rennen wir mal. Das Problem ist, Rennen ist begrenzt. Ich rede nochmal mit dem. Der wird wahrscheinlich jetzt darauf reagieren, dass es mir schlechter geht. Ja, tut er. Der Mönch tritt nervös auf der Stelle. So, als erwarte er jederzeit den dämonenhaften Bischof zurück. Entweder das oder, er hält uns für einen Dämonen. Guck dir. Also geht's jetzt hier runter. Ich bin mir nicht sicher, dass es hier oben war. Ich verarsche mich gerade selber, oder? Dafür haben wir eine Karte. So, also links ist die Treppe, rechts ist, wo wir runterkommen. Und ich möchte eine Etage nach unten. Das ist X. Das ist hier und noch eins tiefer. Das ist die Leiter. Und dann gucken wir mal hier. Dann geht es wieder runter. Zack. Das ist der Raum. Ah ja, wir hätten ans andere Ende gemusst. Wir sind genau in die falsche Richtung gelaufen. Beziehungsweise ich bin genau in die falsche Richtung gelaufen. Und ihr habt wahrscheinlich mittlerweile euer Bildschirm angeschrieben. Geh in die andere Richtung, geh in die andere Richtung. Ja Leute, wenn ich das hören würde, hätte ich das gemacht. Aber so laufe ich in die verkehrte Richtung. So, wir wollen an das Eingang. Einmal nach unten. Wollen. So, einmal. Ich stehe nicht drauf. Das Untersuchen muss sichtbar sein. Das ist manchmal ein bisschen blöd. Jetzt ist doch. Wir stellen also die blaue Urne dazu und natürlich reicht das noch nicht aus. Wir brauchen alle drei. Und ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt, aber am Anfang können wir uns zwischen drei Symbolen, drei Artefakten entscheiden, einen roten, einen grünen und einen blauen. Wir haben das grüne genommen. Hier haben wir drei Uhren, eine rote, eine grüne und eine blaue. Ich hätte sie alle drei mal in Detailansicht anzeigen lassen sollen, denn man hätte dann gesehen, dass auf der blauen, in der die Rune drin war, auch Zauberfenster, auch dieses blaue Symbol drauf wäre. Das sind also die Symbole von genau den drei Ancients, von diesen drei uralten Göttern. Dann würde ich sagen, speichere ich nochmal Startplatz B meinen neuen Spielstand. So. Schließlich konfrontieren wir jetzt den Bischof. Oder zumindest den Abt. So, you have come to return my book. Very well then. For your efforts, I promise a quick and merciful death. So,
jetzt nehmen wir aber mal hier das dicke Schwert. Wir wollen schließlich ordentlich Damage. Da ist der Stream. Sonderlich toll. Wir haben auch keine Möglichkeit, uns zu heilen. Aber wir haben einen geschifflichen Schlüssel, mit dem wir in der Lage sind, die Tür zu öffnen. Unabhängig davon gucken wir uns erstmal das Herz an. Ein Altar für einen Gott, der erkennen lässt, wie einst das alte Böse über die Erde wandelte. Noch bevor die Menschen sie erholten. Ja, daraufhin würde ich sagen, trinken wir mal einen Schluck Wasser. Wie immer, wenn ihr keins da habt, holt ihr Herz. Habe ich tatsächlich verpasst, was er gemacht hat. Hat er sich in die Hand geschnitten oder die Hand oder die Hand aufgespießt mit dem Schwert? Ach, schade. Die Idle-Animation kannte ich tatsächlich nicht. Nun gut. Wasser wurde getrunken. Wir spielen weiter. Und zurück. Und sehen jetzt mittlerweile genauso aus wie der Bischof. Und das ist das, was ich meine mit, es ist zu eng. Ich lasse die Absicht mal so stehen. Mist, der hat getroffen. Ich habe gehofft, dass der nicht trifft. Oder beziehungsweise, dass die sich vielleicht sogar gegenseitig treffen. So, das hätten wir schon mal. Und da haben wir ein schönes Spiel. Was da schon? Ja, man hört auch Anthony schon, wenn wir hier sind. Psychisch nicht mehr so ganz auf der Höhe. Der Balken ist nur noch bei 50%, wo unser Lebensenergiebalken schlechter aussieht. Die stehen immer noch da. Interessanterweise hat es der Bischof oder der Abt oder was es war geschafft, ohne die Uhren dahin zu kommen. Was ist das denn für ein Viech? Geh wieder weg. Der blieb grün. Ich habe das Gefühl, das ist sowas wie eine Mine oder so. Nicht hier? Da guckt Anthony in die Kamera, guckt mich an. Also, was soll ich damit anfangen? Ja, ich kann dir nicht sagen, was du damit anfangen sollst. Angreifen. Wohl eher nicht. Okay, wir sind teleportiert worden. Der Trapper breitet sich in alle Richtungen aus. In ihr kann keine Magie gesprochen werden und Menschen sind den sonderbarsten Phänomenen ausgesetzt. Die Portale wechseln immer wieder ihre Farbe und nur der Schnelle wird entkommen. Ja, das ist nicht ganz so richtig, es ist nur ein Portal, was die Farbe wechselt. Aber gut, ich mal, ob ich es hinkriege, da ich ja schon ein bisschen was weiß. Ich wollte mit Absicht durch ihn rot.
gutes Potenzial. Aus einem ganz einfachen Grund, abgesehen davon, dass hier wahrscheinlich gleich ein Gegner ist. Oh, diesmal noch nicht. Okay. In den folgenden Malen werden hier dann Gegner stehen und die werden auch mal spielen. Hinter dieser Stelle ist eine Plattform, mit der wir die entsprechend farbige Energie aufladen können. Gehen wir also durch das blaue Portal, können wir unser Mana aufladen. Gehen wir durch das grüne Portal, können wir unsere Geistesenergie aufladen. Und das lilane ist der Ausgang. Und ich habe mich jetzt halt einfach, mal benutzt, das ist ein Fauxpas. Ihr wisst ja, ich habe geschauspielert ein bisschen. Das war Absicht. Schließlich hätte es nicht gepasst, einfach jetzt zu wissen, was ich tun muss. Bin, um euch zu zeigen, wie das funktioniert, dann kann ich auch gleich meine Lebensenergie bei dem Gelegenheit aufladen. Das heißt, Lebensenergie ist aufgeladen, beste Stelle, um zu speichern. Das war Audio, speichern, Steckplatz B. Und dann nehmen wir mal wieder diesen Spielstand. So. Und jetzt kriegen wir es erklärt. Trapper besitzen keine Augen. Dafür aber ein ausgeprägtes Gehör. Wenn es Anthony gelingt, sich an ihnen vorbeizuschleichen, dürften sie keine Probleme bereiten. Der gibt Geräusche von sich, das heißt, der hört mich. So, jetzt hört er auf das Klingeln, jetzt hört er mich nicht mehr. Jetzt kann ich wieder. Ah, alles klar, alles klar. Man sieht. Nun gut, aber wie man gesehen hat, ist der Trap zusammengebrochen, das heißt, die gehen dabei drauf. So, also man will möglichst, na gut, das war jetzt das blaue Portal, man will möglichst, da hinten scheint ein Skelett zu stehen, was ich mit der Fackel gerade machen kann. Nun gut, gibt mir die Möglichkeit, einen Fingeranschlag gegen den Fackel auszuführen. Magische Energie auch noch brauche ich nicht. Ich habe volle Energie, von daher ist das so, dann lass uns mit einer von der Familie. Nein, nicht. Dafür ist er zu langsam. Richtig doof. So. Zack, so, damit hätten wir das geschafft. Da. Der muss ja mittlerweile bei unserem Anblick wohl in die Hosen machen. Nur jetzt geht es noch schlimmer. Guck dir das mal an, das Gesicht ist schon halb verwest. Wir humpeln nur noch durch die Gegend. Ich hoffe, man hält uns nicht für einen Zombie. Ich gehe sowieso davon aus, wir kommen da an und dann sehen die uns.
natürlich dürfen wir nicht nach unten, bevor wir das Vieh besiegt haben. Ich würde sagen, dafür nehmen wir mal hier das große Ding. Das hat mir jetzt einen. Ausrichtung hätten wir am Anfang gewesen. In rote Ausrichtung wäre es besonders stark gewesen. Das ist ja tatsächlich der Grund, warum ich jetzt mit grün das Spiel gestartet habe. Das ist nicht der, ich weiß nicht, ob es der leichteste oder der schwierigste ist, aber es ist nicht der schwere. Weißt du was? Ich versage dabei, die Fackel auszugeben. Nachdem ich ein bisschen Schaden genommen habe. Ich hoffe mal, dass das nicht die ganzen Mönche sind, die ich gesehen habe. Aber mir schwant Übles. So, ich gehe davon aus, man sieht wie zombiehaftig wir sind. Hält uns direkt für einen Mörder. Aus ähnlichem Grund habe ich jetzt erstmal das Schwert weggesteckt, weil wir wollen ja nicht den Eindruck erwecken, dass wir gekommen sind, um Karl den Großen zu töten. Wir haben trying to save him, Anthony. His fate was decided many centuries ago, as is the fate of this world. Despite your faith, there is little to save you from the power of Zelda. Ja, das war das Kapitel. Und wir sind zurück bei Alex im, ich würde sagen, im Schloss, in der in der Hubworld, im Anwesen, das ist das richtige Wort, im Anwesen der Familie Roivers. Wir haben jetzt als Anthony einen Zauberspruch gelernt. Das hat natürlich Alex gelesen. Wir sehen hier, Alex hat auch Lebensenergie. Und durch das Lesen hat Alex auch geistige Energie verloren. Ich lasse das mal so. Das erhöht nämlich den Spaß. Später noch sind wir ja tatsächlich außerhalb von Gefahr mit Alex. Tatsächlich kennt Alex auch den Item-Reparaturzauber. Aber wir haben kein kaputtes Item. War jetzt nur so. Genau, wir haben hier einen Kommodenschlüssel und einen Schlüssel zum oberen Stockwerk. Kommode habe ich jetzt hier drin nicht gesehen. Aber da klopft es schon in den Wänden. Ah, Alex ist angenehm schnell. So. Ich würde sagen, wir haben jetzt hier unten alles angeguckt. Lass uns jetzt mal umgehen. Wir haben ja schließlich einen Schlüssel. Ja, ich mach die Tür doch gleich auf. Ich würde die mal aufschließen. Oh. Ja gut, okay, vielleicht gibt es eine Möglichkeit, ihn zu reparieren. Kein Problem. Wir haben unseren Reparaturzauber. So. Und haben den Schlüssel repariert. Und jetzt sind wir in einem neuen Gebiet. Schauen wir uns erstmal natürlich das Bild hier an, was hier hängt. Das ist eigentlich ein schönes Bild, oder? So eine Stadt, am Meer, im Vordergrund Bäume, hinten Berge. Ein heiteres Gemälde eines fruchtbaren Tales mit feinen Pinselstrichen geführt. Die Zeit hat an dem Bild genagt. Es ist durch Schmutz und Kratzer beschädigt. Schönes Bild. Gehen wir nach rechts. Das ist eine Statue und die schaut uns. Die Statue schaut uns nach. Da kommt noch kein Text. Was haben wir
wir ein weiteres Bild. Schön, Bergchen. Ja, ja, ich komme jetzt schon. So, hier haben wir einen Raum. Das kann man kaum erkennen. Hier ist rechts ein Mann scheinbar zu sehen. In der Mitte ist, das muss eine Mistgabel sein, das ist also scheinbar ein Bauer. Und links ist, das muss wohl eine Frau und ein Kind sein, also wohl eine Bauernfamilie. Ja, hier leuchtet was. Munition für einen 38er Revolver. Ich gehe davon aus, dass das wieder hier amerikanische Maße sind, also 0,38 Zoll. Für jeden schießt ja dasselbe Durchmesser, Kaliber. Ich bin nicht so der Waffentyp. Aber so ein bisschen weiß ich dann auch noch. Hier ist eine Szene mit einem Mann. Ja, das wird wohl ein Fischer sein, oder? Ein Mann, der steht vor Wellen und auf der Wellenspitze oben ist auch noch ein Boot und unten ist auch noch ein Boot. Alles ein bisschen düster, weil das Haus nicht sonderlich hell ist. Was haben wir hier? Okay, hier ist eine Kommode ohne Schlüsselloch. Eine der Kommoden im Ankleidezimmer. Ah, das ist das Ankleidezimmer. Hat seltsamerweise kein Schloss. Stattdessen ist ein dreieckiges Muster erkennbar, in dem sich magische Symbole befinden. Und das magische Symbol, das hätten wir schon erkennen können, das ist das Symbol von Xelotaph. Und dieses Dreieck kennen wir auch irgendwo her, nämlich von hier oben, von dem Dreierzirkel. Können wir uns das Bild hier näher angucken? Ja. Ich glaube sogar, das ist ein ziemlich berühmtes Bild. Ich weiß es gar nicht mehr. Oder eine Anspielung auf ein ziemlich berühmtes Bild. Ich kann gar nicht richtig erkennen, was da drauf zu sehen ist. Wenn ihr es erkennen könnt, schreibt das doch unten in die Kommentare rein. Ich würde gerne wissen. Und vor allem, wenn ihr rausfindet bei den Bildern, ob das wirklich Anspielungen auf echte Bilder sind oder ob das wirklich echt existierende Bilder sind, gerne in die Kommentare schreiben, was das für ein Bild ist. So, gucken wir mal hier. Das sieht mir aus wie die Mesa, wie die mit diesen plateauartigen Felsen. Okay, Alex wundert sich über das Gemälde einer idyllischen Landschaft. Sehr idyllisch sieht die ja nicht aus. Inmitten anderer Gemälde mit morbiden Themen. Naja, morbide? Na gut, vielleicht war das... Wie gesagt, ich konnte auf dem anderen Bild nicht erkennen. Ist dieses Bild das Symbol für die schwache Hoffnung, die von der immer weiter... Ich habe einen Punkt statt eines Kommas gelesen. Den Satz nochmal. Ist dieses Bild das Symbol für die schwache Hoffnung, die von der immer weiter vordringenden Dunkelheit bedrängt wird? Ja, die Finsternis, die naht, ist ja schließlich so ein Thema hier im Spiel. Kann ich mir das Bett noch angucken? Dann gehen wir durch die Tür gerade wieder raus. Wir haben hier also ein bisschen Munition gefunden. Der Teppich ist schon hier im Motten zerfressen. Hier drüben, Bild. Okay, das hier ist jetzt morbide, das ist jetzt irgendwie so Skelett und komische Wirbel und so. So, hier ist irgendeine Pferdestatue. Hier ist irgendeine Figur. Das kann natürlich irgendwie ein Ahne der Roivis-Familie sein. So, kommen wir mal hier. Hier irgendwelche Bäume. Interessant. Nächstes Zimmer. Sieht aus wie so ein halb eingestürztes Haus. Da haben wir nochmal Munition und ein Telefon. Und eine Flagge wohl aus dem Unabhängigkeitskrieg, wenn ich mich nicht irre. Ich bin nicht so bewandert mit amerikanischer Geschichte. Ein modriger Geruch liegt in der Luft und eine feine Staubschicht auf den Gegenständen im Zimmer. In dieser Raum scheint schon lange nicht mehr bewohnt zu sein. Er wirkt fast wie ein Museum. Ja, so. Warum? Guck mal, das sieht aus wie irgendein General oder sowas. Eine Kapitelseite wurde offensichtlich sehr hastig hinter dem Bilderrahmen versteckt. Alex hat die Kapitelseite mit dem Titel Das Geschenk der Ewigkeit gefunden. Ich würde sagen, bevor wir das Kapitel spielen, gucke ich mir noch eben die restlichen Räume hier an.
Fensterhaus gucken? So siehst aus, als hättest du einen Geist gesehen. Ich gehe trotzdem erstmal hier durch und alles an. Hier ist es viel zu dunkel, um etwas erkennen zu können. Vielleicht ist eine Sicherung ausgesprungen. Nun gut, so viel zu dem Thema. Das ist ein Skelett. Ich kann gar nicht erkennen, was hier zu sehen ist. Ein Wald und ein nebliger See mit Bergen im Hintergrund. Globus. Die Tapete in diesem Abschnitt des Flures zeigt deutliche Unebenheiten, so als sei die Wand dahinter anders beschaffen als im restlichen Teil des Flures. Da redet jemand. Oh, da ist die Xylotaphone. Das Buntglasfenster zeigt das Bild einer Frau, die mittelalterlich gekleidet ist. Selbst im bereits schwindenden Tageslicht leuchtet das Bild. Die junge Frau hält ein Pergament in ihren Händen. Alex fühlt sich unbehaglich angesichts des Glasbildes, welches fast magisch wirkt, so als sei es gar nicht real. Ein schimmerndes Energiefeld schützt das Fensterbild. Interessant. Gucken wir jetzt nochmal die andere Seite an. Da ist, war glaube ich, keine Tür mehr. Also mit anderer Seite meine ich jetzt die aus der Kamerasicht linke Wand. Dann würde ich sagen, bevor ich das Kapitel starte, beende ich erstmal die Aufnahme für heute. Oder eher gesagt, die heutige YouTube-Folge. Leute auf Twitch, wir nehmen weiter auf. Und wir auf YouTube sehen uns nächste Woche. Ciao, miau!